ganz viel Kommunikationsarbeit. Erstmal, wenn man neu an eine Schule kommt, ist es ein riesiges Kollegium. Man muss erstmal überhaupt einen Überblick kriegen, wer hat eigentlich welche Funktion, wer interessiert sich überhaupt für so eine Art von Arbeit. Das heißt also wirklich, ein großer Teil ist Gespräche führen und Leute in Verbindung bringen, die vorher noch keinen Kontakt hatten. Das ist wirklich auch, was ich als meine zentrale Aufgabe sehe, dass ich ganz gut vernetzt bin mit Künstlerinnen und Künstlern in der Stadt, recht guten Überblick habe über Kulturinstitutionen, was gerade so los ist in der Kunstszene, sage ich mal. Meine Rolle war eine ganz unterschiedliche und die ist auch jeden Tag irgendwie vielleicht ein bisschen anders, habe ich so manchmal das Gefühl. Gucken ist, glaube ich, eh so das, was man als Kulturagent, als Kulturagentin immer wieder macht. Mal gucken, was ist da gerade los, was sind da gerade für Leute an der Schule, was für Interessen, was für Wünsche, was für Vorstellungen, was für Ideen haben die und die zum Leben zu erwecken. Ich denke, dass man mit kreativer Bildung tatsächlich sehr viele Fachinhalte auch lernen kann, sich erarbeiten kann und nachhaltiger erarbeiten kann, als das der Fall ist im reinen Fachunterricht. Weil man im Tun, im künstlerischen Tun, im kreativen Tun merkt, dass die Dinge, die man im Fachunterricht vielleicht isoliert lernen würde, dass sie einen Sinn haben und dass man die gebrauchen kann und dass man sie nicht nur lernt, um sie zu lernen. Es geht ja nicht nur um Deutsch, Mathematik und um Sprachen, sondern es geht ja um eine Allgemeinbildung. Dazu gehört Kunst ganz einfach mit dazu. Es geht ja auch um soziale Kompetenzen, die gerade durch kulturelle Bildung auch mit herausgearbeitet werden können. Zum Beispiel habe ich ja beim Filmdrehen für kurze Zeit als Regisseur gedient, sozusagen der Anführer, also derjenige, der bestimmt, wo lang es geht. Und im Unterricht kann ich das nicht machen. Das war auch mal ein schönes Gefühl. Durch dieses Kulturagentenprogramm haben die Schulen auch untereinander angefangen zu kooperieren. Sonst war es eher so eine sternförmige Kooperation. Und jetzt plötzlich haben wir halt versucht, zusammen Projekte zu machen, sodass man doch tiefer Schule und die anderen Schulen in die Strukturen eingestiegen sind und gemerkt haben, aha, da ist da deren AG-Block. Das sind die Themen, die halt da besonders bearbeitet werden. Also ich profitiere natürlich oder ich habe in der Vergangenheit sehr stark davon profitiert, indem ich mit meinen vor allem Theaterkursen Projekte realisieren konnte und auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen KooperationspartnerInnen natürlich. Da hat sich ein ganz großes Netzwerk gebildet. Also wir sind mittlerweile, würde ich sagen, sehr gut vernetzt in verschiedene Bereiche, was Theater angeht, was aber auch Museen angeht. Es ist ja so, dass wir als Kulturinstitution gleichzeitig die Lehrer, die Schüler, Künstler alle unsere eigene Sprache sprechen. Wir brauchen jemanden, der uns übersetzt, was der andere sagen will. Und damit wir auf eine Sprache kommen, ist eine Institution dazwischen schon sehr wichtig. Und das ist diese Funktion der Kulturagenten, die das sehr gut übernommen hat. Das zweite ist eine Vermittlungsfunktion. Ideen haben wir alle wunderbar, egal ob Lehrer, Kulturinstitution, wie auch immer. Wir haben Ideen, weil wir brauchen jemanden, mit dem wir die auch vernünftig umsetzen können. Den wir finden, um Ideen nach außen zu bringen. Also kulturelle Bildung gehört einfach mit dazu. Das ist eigentlich ganz zentral für die Menschbildung sozusagen. Gerade weil man da auch fächerübergreifend ganz viel machen kann. Und die Kulturagenten beflügeln das natürlich. Es ist halt auch lustig und es macht auch Spaß. Und das ist halt große Aufregung. Je länger ein Kulturagent in einer Region aktiv ist, umso sichtbarer wird er, umso stärker vernetzt wird er, umso nachgefragter wird er oder sie, auch für andere Aufgaben im Kulturbereich. Das Besondere an diesem Programm ist, dass die Kulturagenten direkt in Schule vor Ort arbeiten, dass sie also mit Schule zusammenkommen, dass sie bedarfsgerecht im Hinblick auf kulturelle Bildungsprozesse arbeiten, zusammenwirken können und dass sich an Schule dann etwas authentisch gestaltet, also nicht vorgefertigte Bausteine, sondern man schaut regional spezifisch und schulintern, was braucht es dort vor Ort für die Kinder und Jugendlichen, um sie an Kunst und Kultur teilhaben zu lassen. Ziel ist es einfach auch, das, was uns KulturagentInnen einfach ausmacht, weiterentwickeln zu können, aber auch die Grundlagen dafür überhaupt zu bewahren, dass man etwas weiterentwickeln kann. Weil wir haben jetzt 8 Jahre Berufserfahrung und da sind eine ganze Menge Expertisen zusammengekommen. Ich wünsche mir irgendwie bundesweit ganz, ganz viele Kulturagenten, weil ich glaube, das Tolle an uns Kulturagenten und Kulturagentinnen ist, dass wir wirklich an denen dran sind, um die es eigentlich geht, nämlich die Schülerinnen und Schüler. Und denen einfach Kunst und Kultur nahebringen und einfach sagen,
hey, das ist eine Möglichkeit, mit der ihr euch mitteilen könnt, mit der ihr sagen könnt, was euch wichtig ist. Das Kulturagentenprogramm ist für mich verrückt, spaßig und kooperativ. Jede Schule braucht einen Kulturagenten oder eine Kulturagentin, weil sie unheimlich viel Spaß machen, weil sie kommunikativ sind, frisch Möglichkeitsräume eröffnen, Visionen entwickeln, Gemeinsamkeit schaffen, Zukunft erweitern, Lebendigkeit mitbringen und einfach da sind.